Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Wir haben in der letzten Folge unser Haus aufstanden. Das gute Briesenheim. Schöne Sache. Wir gehen jetzt nochmal kurz zum Händler und verkaufen den Wein, den wir noch im Inventar haben. Damit wir noch ein bisschen Gold scheffeln können. Das nächste, was ich mir gerne holen würde, wäre nicht Einrichtung, sondern wäre eher ein Pferd. Für 1000. Da müssen wir halt erstmal sparen. Wir werden jetzt erstmal die Banditen suchen. Alles steht zum Verkauf. Alles. Werft einen Blick darauf. Und besiegen, um halt die. Das Kopfgeld zu kassieren. Ja, den Wein wollten wir trinken. Den Alto-Wein wollten wir verkaufen. Aber verkaufen wir alle, kriegen wir 40 Gold mehr. Das passt. Ist okay. Wenn wir jetzt hier Nein! Oh Gott, das wollte ich doch gar nicht. Ah, Wert 7. Ja, Entschuldigung. Naja, ist egal. Gut, scheiß doch drauf. Haben wir das halt gemacht. Bitte kommt wieder. War jetzt nicht so gedacht, aber okay. War jetzt ein kleiner Fehler, habe ich mich verdrückt. Also, auf der Tastatur. Und... Wisst ihr, mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Kommt doch mal in Beletors Laden am Markt vorbei. Das war sein Sohn, ja? Bestimmt etwas, was Sie gebrauchen. Wer haben wir denn hier eigentlich? Olava die Schwache. Vielleicht offenbare ich euch euer Schicksal ja ein andermal. Teeblätter, Handlesen, ein Blick in die Kristallkugel. Oh, wie wäre es mit einer Trepanation? Das klingt nicht sehr vertrauenserweckend. Finger weg! Macht doch gar nichts. Guck doch nur. Wenn die zu Hause ist, können wir uns da vielleicht die Zukunft wahrsagen lassen. Das wäre natürlich cool. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen uns auf. Können wir da schnell reisen? Ja, mach mal die Umgebungskarte zu hier. Können wir wahrscheinlich nicht. Nein, können wir nicht. Dann machen wir uns jetzt auf zu den Banditen. Jedes Fürstentum verfügt über eigene Strafverfolgung. So mag ein in Weißlauf gesuchter Verbrecher beispielsweise in Einsamkeit als unbescholtener Bürger gelten. Das ist natürlich cool. Ah ja, hier haben wir auch eine Karte. Province of Skyrim. Ja, tatsächlich. Das ist das, was ich vor 2 Folgen gesagt hatte mit Skyrim Himmelsrand. Ne? Das ist genau das. Das ist lustig. Oh, was gibt's denn hier? Kann man hier was borgen? Nein. Okay, das ist einfach nur... Ein Torhaus. Gut. So, die Lydia kommt mal mit hier. Und dann knöpfen wir uns die bösen Buben vor, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Und scheffeln ein bisschen Geld, hoffe ich. Ich hoffe reichlich. Ach so, was wir mal noch machen können, ist, dass wir die Axt ausrüsten und das Schild. Weil wenn wir jetzt R drücken, können wir mit linker Maustaste, mit rechter Maustaste blocken. Und mit linker Maustaste können wir zuschlagen. Okay. Gut, dann probieren wir das mal. Ich möchte das mal nochmal probieren. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, über die Sache mit dem Jagen. Ich muss bloß treffen. Na du... Okay, scheinbar nein. Gut, scheinbar habe ich das nicht geschafft. Oder aber der hält mehr als einen Pfeil aus. Dann müssen wir ihm jetzt quasi hinterher rennen. Na super. Wo ist er? Da. Ach man, ich will immer mit der rechten Maustaste zielen, verdammt. So, jetzt nochmal. Okay, vielleicht gelingt uns das. Das ist ein alter Nordpfeil, ja? Das ist kein Eisenpfeil. So. Na, wenn ich ihn jetzt nicht erwischt habe, dann weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich ist die Entfernung zu lang. Ich schätze, wir werden den Langbogen das nächste Mal wieder mitnehmen.
Ja, okay, ich erwisch das Reh nicht. Ach nee, doch, es sind Eisenpfeile, es steht ja unten rechts. 61, richtig? 71, Entschuldigung. Ist es ein Mammut? Das ist ein Mammut? Ist das das Lager? Was ist das? Wir steigen um auf die Axt. Düsterwindtal entdeckt. Sind das Riesen? Das sieht aus wie Riesen. Kann ich mit denen reden? Okay, vielleicht scheinbar nein. Verfolgt er mich, der Riese? Nein, okay. Alles klar. Ich lasse die lieber erstmal in Ruhe. Wir kümmern uns erstmal um die Banditen und dann können wir immer noch überlegen, ob wir uns irgendwie, ja, um irgendwelche Riesen kümmern. Ich würde fast sagen, dass wir... Oh, jetzt könnten wir es nochmal probieren. Ich probiere das jetzt nochmal mit dem Bogen. Ich bin einfach neugierig. Ich will einfach wissen, ob das funktioniert. Ja, komm, toll. Toll. Ach, Mann, wieder falsche Seite gedrückt hier. So, wo ist das Tierchen? Da, komm her. Ach, ein Elch. Ah, der hat ganz schön viel Lebensdauer. Mist. Okay. Ach, sie hat jetzt mitgejagt. Okay. Alles klar. Okay. Das ist ja lustig. Okay. Lass gut sein, Mädchen. Dann machen wir das ein andermal. Da brauchen wir wahrscheinlich mehr Energie auf Bogenschießen, dass wir den nicht irgendwie übelst hinterherrennen müssen oder so. Ich meine, das könnte man auch tun, aber... Oh, da ist ein Feind. Der hat uns entdeckt und der zielt auf uns. Das ist nicht so gut. Mit dem Schild. Langbogen ist jetzt wieder die Frage, ob wir den mitnehmen wollen. Schaden plus 6, ich verstehe es nicht. Warum Schaden plus 6? Der Langbogen macht doch einen Schaden von 8. Und die Axten Schaden von 10. So, wir nehmen den Dietrich mit, das Gold. Pelzrüstung, könnten wir höchstens verkaufen. Eisenpfeile nehmen wir mit, ist wichtig. Wir nehmen das einfach mit, wir verkaufen das dann. Oh Gott, Fanservice. Ah, für die Herren hier, ne? Eine heiße Banditendame in eurer Umgebung wartet auf euch. Oh shit. Zauberer. Ja, nix mit ergeben hier. Hättest du vorher überlegen müssen. Ja, komm. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Meine Güte. So. Schwere Rüstung verbessert auf 25. Sehr gut. Jagdbogen. Ja, den nehmen wir doch mit. Kaum hat er wieder ein leeres Inventar, ne? Oh, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Oh. So, Gold, sehr gut. Beschlagene Rüstung. Wir nehmen mal nur die Rüstung mit. Das andere ist alles nichts wert. So, warte mal. Können wir ihm jetzt noch irgendwie... Warte mal. Wir hatten doch Bekleidung. Ich hatte noch irgendwas mitgenommen. Ah ja, Pelzstiefel. Die waren nicht so viel wert. Die würde ich gerne ablegen. So. Alles klar. Den Magier hier drüben nehmen wir da mal noch mit hier. Dietrich, Gold. Ein Gold, das ist ja nicht viel. Kerzenschein ist ein Zauberbuch. Sehr gut. Er schafft für 60 Sekunden eine schwebende Lichtquelle. Okay. Fellrüstung, nicht so viel wert. Ja, lass gut sein. Beschlagene Rüstung hätten wir mitgenommen jetzt. Wo ist... Oh, unsere blutige Axt, ey. Ui, sind das viele Banditen. Uiuiui. Hauptsache schön zigzaggen, nicht so wie Rickon. Na gut, aus einer gewissen Entfernung treffen die dann. Scheiß Zauberer. So. Ich sollte mal kurz einen Trank trinken. kein Seelenstein ist groß genug, okay. Bandit hat Seelenfalle widerstanden. Das macht nichts. Ich weiß gar nicht, was das mit überhaupt bringt. Das sollte ich mir vielleicht mal anlesen. Essen. Das hilft mir nicht. Zaubertränke. Das hilft mir auch kaum.
Gut. Das ist nicht so gut. Komm hier, weg mit dir. Zack. Ich bin irgendwie scheinbar nicht so gut im, im Kampf mit... mit dem Schild. Ich glaube, ich warte mal kurz, bis sich unsere Gesundheit ein bisschen wiederhergestellt hat. Wir müssen ja den Anführer der Banditen müssen wir ja töten, ne? Ist das Lydia? Ja, das ist Lydia, okay. Das finde ich natürlich nicht so gut. Ich guck mal hier unten, ob die noch was haben, was wir essen können vielleicht. Also vielleicht haben die hier Essen rumstehen, was wir schnabulieren könnten. Kochen können wir hier nicht. Backkartoffeln. Genau. Zack, zum Beispiel. Gegrillten Lauch. Sowas. Und jetzt können wir nämlich hier, bei den Objekten können wir jetzt nämlich essen. Den gegrillten Lauch schnabulieren. 6 Gesundheitspunkte. Nom nom. Backkartoffeln. So. Da sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Habt ihr hier im Unterstand noch was? Oder eher nicht so? Ah ja, Wein. Das Fass ist leer. Das steht ja auch drauf. Das Fass nicht. 2 Gesundheitspunkte kommen. Die Äpfel nehmen wir mit. Den Wein nehmen wir auch mal mit hier. Zack. 2 Gesundheitspunkte. Komm, ich pfeife mir jetzt... Nee, ich pfeife mir die mal noch nicht rein. Ich pfeife mir die dann rein, wenn es kritisch wird. Wir müssen ja jetzt erstmal zu den Banditen hingelaufen gehen. Und ich vermute, wir müssen jetzt hier rein. So. Das hier sieht aus Lara Stille Mode. Monde. Entschuldigung. Stille Mode. Oh. Mode, die kein Geräusch von sich gibt. Wäre lustig, wenn Klamotten sprechen könnten. Wobei man das wahrscheinlich gar nicht hören wollte. Gut. Ui, das sieht ja hier nicht so einladend aus. Gibt es hier irgendwas zu essen? Nein. Korb. So viele Stimmen. Das gibt garantiert mehr als nur einen Gegner. Nordmed. Das nehmen wir mit. Karaffen und so weiter brauchen wir nicht. Krug. Oh, shit. Oh, ja, das hat doch super funktioniert. Das war doch gut. Das war doch gut. Töte den Banditenanführer. Das haben wir doch geschafft. Stahlkriegshammer, Schaden 32. Genau sowas brauche ich doch. Ja, damit. Dietrich, Gold, sehr schön. Pelzarmschienen. Ja, das ist alles nichts wert. Komm, die Fellrüste nehmen wir doch mit. Wir gehen jetzt erstmal nochmal kurz nach Weißlauf. Jagdbogen nehmen wir mit. Gold nehmen wir mit. Beschlagene Rüstung sofort. Pfeile nehmen wir auch mal noch mit. Dolch brauchen wir nicht. Wir können hier schlafen. Okay. Feuerchen können wir nichts grillen. Haben die noch irgendwas Spannendes? Wo wir sagen können, okay, hier würde ich gerne was bläsen oder so. Fass, da können wir Kohl mitnehmen. Damit kann man bestimmt irgendwas kochen. Oh, Salz, sehr gut. Salz brauchen wir zum Braten von Gedöns. Okay. Wunderbar. Jetzt geht's hier mal noch weiter. Vielleicht haben die eine Schatzkammer, dachte ich so. Weißt du, weil es sind Banditen? Ah, guck mal hier. Rauer Wulstling. Koboldschlemmel. Nein. Hier scheißt jemand. Was? Einhändig verbessert auf 23. Cool. Jagdbogen nehmen wir mit. Fellrüstung. Eisenpfeil. Fellrüstung. Was? Holzfäller-Axt braucht man nicht. Durchsuchen leer. Was hat das Fass? Karotten. Wir nehmen das einfach mal alles mit. Wir haben ja jetzt eine Wohnung, wo wir ganz viel Zeug einlagern können. Boah, wie geil das einfach ist. Lydia, du stehst im Weg. So. Fass ist leer. Entschuldigung. Da war der Lootfinger schneller als das Auge. Ein Eisenschwert haben wir auch. Das ist leer, das Fass.
Das aber nicht. Tomaten. Zack, zack, zack. Her damit. Und was haben wir hier? Äpfel. Auch her damit. Du stehst schon wieder im Weg, Lydia. Kann es sein, dass die nicht sonderlich hilfreich ist? Also ein bisschen vielleicht, aber... Wobei jetzt gegen den... Oh, Adept. Mist. Da müssen wir ja jetzt mal direkt gucken hier. Oh shit. Das sind voll die Qualitätsdietriche. Mist. AD Schloss drehen. Ah. Okay, das geht nicht nur mit W, sondern mit AD. Ah. Ach, verdammt. Ganz schön viele Dietriche, die wir aufwenden, ne? Nee. So. Ah, fast. Jetzt noch ein bisschen weiter nach rechts, oder? Oder hier so? So hier vielleicht? Jawohl. Wehe, da gibt's jetzt nichts. Schlossknacken verbessert auf 17. Sehr gut. Oh, da gibt's was. Alles klar. Rein in die Truhe. Gold. Sehr gut. Gott sei Dank haben wir dieses kaiserliche Glück. Das finde ich sehr gut. Ah. Mondeisenkriegsacht. Axt. Mal schauen, was das gibt. Oh, da gibt es Zaubertränke. Also hier Mana. Gesundheit. 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 Ausdauer. Sehr schön. Tränke, Tränke, Tränke. Ohne Ende. Ein bisschen Gold. Und ein paar Tränke. Brot. Sehr gut. Nehmen wir. Schale wert 20. So eine Schale hat mehr Wert als Schuhe. Das ist interessant. Angebratener Schlachtefisch. Warte mal, habe ich jetzt gerade den Teller mitgenommen? Dann kann ich die Schale auch noch mitnehmen. Zack. Es ist so geil, ein Haus zu haben. Trollfett. Hm, vielleicht brauchen wir das noch. Becher. Ja gut, das interessiert keinen. Oh, was haben wir da noch? Hexenrabenfedern. Na dann, her damit. Die Truhe ist leer. Mehr gibt es nicht. Wie, das war's jetzt? Ah ja, gut. Okay, ich meine, so teuer sind die Dietriche ja nicht. Hm. Ja, komm. Wert 5. Ja, komm, braucht kein Mensch. So, zack. Da haben wir ein bisschen was für unsere Küche. Die wir noch nicht haben. Also ein paar Zutaten. Und ein bisschen was für den Betlethor oder wie er heißt. Um das zu verkaufen. Also die Rüstungen können wir alle verkaufen. Das ist ganz gut. Da verdienen wir ein bisschen Geld mit. Und da haben wir ja gar kein Pferd gebraucht. Das ist ja gar nicht so weit. Ach nein, das wollte ich doch gar nicht. Hier wollte ich hin. Ist doch gar nicht so weit weg, wie man denkt. Wir machen mal trotzdem eine Schnellreise. Einfach, weil wir es können. Durch seine zentrale Lage in Himmelsrand hat sich Weislauf zum Handelsknoten der ganzen Provinz entwickelt. Das ist gut zu wissen. Heißt das, dieser Betlethor oder wie er hieß, hat die größte... Hat sozusagen sein Handelsmonopol da, sein Handelskontor. Das ist sehr interessant. So hat er auf mich gar nicht gewirkt. So, Waffen können wir wieder wegstecken. Mal gucken, ob der Kollege da ist zum Handeln oder ob der schon Feierabend gemacht hat. Im Zweifel hauen wir uns ins Bett. Pennen eine Runde. Beziehungsweise gehen erstmal zum Vogt und lassen uns unser Kopfgeld geben. Na du? John? Seid gegrüßt, Reisender. Boah, die Stimme. Was führt euch nach Weißlauf? Dinge? Ich bin auf der Suche nach meinem Glück. Ich bin hier, um euch auf jede erdenkliche Art zu helfen. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin auf der Suche nach meinem Glück. Das ist doch richtig. Ah, ihr seid also auf Gold aus. Das definitiv. Fragt einfach herum. In Weißlauf gibt es eine Menge Leute, die viel zu reich und fett sind, als dass sie irgendwas selbst erledigen würden. Es ist interessant, dass das ein Kampfgeborener sagt, weil wir ja von den Graumähnen schon gehört haben, dass die Kampfgeborenen eher die Reichen sind. Gibt es irgendwo Arbeit für mich? Wo kann ich hier was trinken? Ihr lebt hier. Gibt es irgendwo Arbeit für mich? Ich gehe mal davon aus, dass er hier lebt. Ich weiß nicht, ob Sie Mitglieder suchen, aber ihr solltet mal mit den Gefährten reden. Das dachte ich mir. Die sind drüben in ihrer Halle. Jo, was? Ich glaube, das mache ich sogar. Wenn ihr mit Arbeit meint,
eure Waffe in blutigen Schlachten zu erproben. Ja, das ist in Ordnung, denke ich. In der Tat. Schon mein ganzes Leben lang. Wir Kampfgeborene waren von Anfang an hier. Zusammen mit den Graumähnen. Unsere Familien waren über Generationen hinweg eng verknüpft. Doch Ulfric Sturmmantels Aufstand trieb einen Keil zwischen uns. Jetzt können wir einander kaum noch ansehen, ohne in Streit zu geraten. Einfach lächerlich. Es heißt, die Drachen seien nach Himmelsrand zurückgekehrt. Und das? Ja, das ist ein echtes Problem. Das ist ein Problem. Wo kann man hier was trinken? Ja, Alkohol brauche ich jetzt keinen. Möge euer Schwert scharf und eure Zunge schärfer sein. Dankeschön. Ach Mist. Beletor heißt er, nicht Betletor. Beletor. Arkadias Kupferkessel. Wir gehen mal in die Drachenfeste zum Vogt, lassen uns unser Kopfgeld geben. Und dann gehen wir, wenn Beletor wieder da ist, zu ihm und verkaufen, was wir haben. Wir können auch mal nach Jorvaskr gehen. Das ist das wahrscheinlich, vermute ich ganz stark, und mit den Gefährten reden. Ich vermute ganz stark, dass wir. Diese Graumähnen sollen Amt sein. Wenn sie die Sturmhände unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Okay, also es ist scheinbar so, dass die Graumähnen die Sturmmäntel unterstützen und die Kampfgeborenen die Kaiserlichen. Es ist interessant, weil wir uns ja so gesehen, wir sind ja Kaiserlicher und wir sind Hadvar gefolgt. Ich habe in dem Forum, wo ich nachgeschaut habe, wie das mit dem Arbeiten funktioniert, auch gelesen, dass man sich hätte für einen anderen entscheiden können, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Und man sozusagen dann dort direkt, es war ja so, wir sind Hadvar gefolgt und Hadvar hat gesagt, hier in Flusslauf wohnt, Flusswald, Entschuldigung, wohnt mein Onkel, Alvor der Schmied. Und wenn wir uns für den anderen entschieden hätten, wären wir quasi mit der Schwester, hätte er gesagt, ja, besuch meine Schwester, das war nicht Sigrid definitiv, sondern die Gudrun, die vom Hott, die Frau. Ihr braucht etwas? Wie wird ein Dunkelelf zum Huskarl? Das ist ein Dunkelelf? Ah. Was macht ein Huskarl? Ich war euch im Auge. Und dann wären wir wahrscheinlich mehr auf der Seite der Nord gewesen. Jetzt reden wir aber erstmal mit dem Vogt. Als Vogt. Der Banditenanführer ist tot. Ich bin wegen des Kopfgeldes hier. So ist das. Zack. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Ja, gerne geschehen. Hier ist eure Belohnung. 300 Gold? Das war's? Ah, ist ja nicht viel. Können wir gar nicht mehr Arbeit an Land ziehen? Von wegen für den Staat und so? Was sind die Graubärte? Was heißt ein Drachenblut zu sein? Ja gut, das sind alles Hauptquests. Besuch in Drachenfeste. Komm hier raus. Großstufe. Jarlgemächer, das ist, glaube ich, keine Idee. Keine gute zumindest. Ah, cool. Schöne Sache das. Ja, dann würde ich sagen, wir machen uns einfach in der nächsten Folge auf zu... Nein, ich will doch hier runter. Zu den Gefährten in die große Trinkhalle da. Nach Jorvaskr. Rorikstadt ist zwar ein hübsches Dörfchen, aber auch ein langweiliger Dienstort für eine Wache. Ja, das glaube ich. Wenn zumindest ein Drache angreifen würde. Na toll. Die haben jetzt alle Blut geleckt, so nach dem Motto, ich will zum Drachentöter werden, vermute ich ganz stark. Ja, ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge bei Let's Play Skyrim. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, Sekunde. Achso, das hat nicht lange noch gedauert. Schade, das hätte ich gerne noch gelesen mit den Trauge. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin. Ahoi.